Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat auf ihrer heutigen Kabinettssitzung den angekündigten Atomausstiegsplan der schwarz-gelben Bundesregierung diskutiert. Die Bewertung fiel eindeutig aus. Zum einen befürchtet man, dass sich die Bundesregierung dort immer eine Revisionsposition offenhalten will, zum anderen fehle ein klares Programm zum Einstieg in regenerative Energien. Es geht uns darum, was den Atomausstieg angeht, dass es eine endgültige Entscheidung ist. Wir haben Passagen in den jetzigen Papieren, die eher nach einer Ausstiegsklausel, einer Revisionsklausel aussehen. Und wir brauchen Klarheit, auch um regenerative Energien auf einer verlässlichen Basis aufbauen zu können. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Fragen der Reservehaltung von Kernkraftwerken, die alle ausgerechnet unmittelbar an der Grenze zu Rheinland-Pfalz stehen, einmal Philippsburg und einmal Biblis. Also wir haben noch viele Fragen und vor allen Dingen, was den Einstieg in regenerative Energien angeht, ist ein Konzept überhaupt nicht erkennbar. Die Planungen der Bundesregierung, die Reststrommengen von Mühlheim-Kärlich und Krümmel auf andere Atomanlagen zu übertragen, hält die Wirtschafts- und Energieministerin Evelyn Lemke für nicht verantwortbar. Es ist klar, dass wir den Atomausstieg brauchen an dieser Stelle. Da besteht natürlich Einigkeit. Aber der ist noch überhaupt nicht richtig festgelegt, der Atomausstieg. Wir wissen nicht exakt wie, wir haben keine exakten Laufzeiten. Wir wissen, dass es ein AKW geben soll, ein Schrottreaktor Biblis Block B, der weiterlaufen soll, um das Netz aufrechtzuerhalten. Das kann technisch schon nicht funktionieren. Da gibt es sehr viele Dinge, die noch geklärt werden müssen. Und insgesamt werden 8 Gesetze auf den Weg gebracht. Ab Mitte nächster Woche werden wir explizit wissen, was die Bundesregierung will. Und da schauen wir genau drauf, denn Rheinland-Pfalz will mitreden. Sonst geht es dem Mittelstand hier nicht so gut und kann sich nicht entwickeln, was die erneuerbaren Energien betrifft. Deswegen müssen wir da genau auch auf der Wirtschaftsministerkonferenz nächste Woche Rheinland-Pfalz platzieren. Rheinland-Pfalz setzt auf regenerative Energien. Mit dem geplanten Bau von großen klimaschädlichen Kohlekraftwerken beuge sich die Bundesregierung erneut den Interessen der großen Energiekonzerne. Also das Klimaschutzziel 2050 werden wir verfehlen, wenn wir das so machen, wie die Bundesregierung das jetzt vorgeschlagen hat. Mit dem Vorschlag werden die großen Energiekonzerne weitere Kohlekraftwerke bauen wollen mit einer großen Leistung. Und dieser Strom würde als fossiler Strom aus Braunkohle und Steinkohle dann in Export gehen. Das brauchen wir gar nicht. Wir haben schon genug Kraftwerke im Bau, die das, was wir hier benötigen, nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern in Deutschland, absolut abdecken. Und damit ist es die falsche Richtung, das falsche Signal. Die Landesregierung fordert eine unumkehrbare Ausstiegsvereinbarung auf einer klaren gesetzlichen Grundlage. Und dazu sei die Beteiligung des Bundesrates unumgänglich.